Hallöchen und willkommen zurück hier wieder zum Landwirtschaftssimulator. Ja, wie waren wir gerade gewesen? Genau, wo waren wir gerade gewesen? Tanken. Abtanken, abbunkern. Ja, also, letzte Folge ging es darum, was mein alltägliches Gelaber über den, wie geht's jetzt weiter? Und jetzt werdet ihr auf jeden Fall gefordert werden von mir. Ja. Nur Video schauen, dafür nichts tun, gebindet. Ihr müsst auch was dafür tun. Erstens habe ich da mal eine Bitte an euch. Und zwar wurde ich darauf angesprochen, was denn jetzt eigentlich mit den Weihnachtsgeschenken ist, warum unser Bauer keine Weihnachtsgeschenke gekriegt hat. Der liegt ja darin, dass die letzte Aufnahme, also die ersten drei Folgen, die dieses Jahr rauskamen, ja eigentlich die Aufnahme waren, die ich von vor Weihnachten hatte. Die habe ich ja einfach in einem Savegame neu geladen und einfach, der Spielstand war eigentlich der von vor Weihnachten. Ich habe diese drei Missionen im Prinzip zweimal gespielt, drei Folgen. Habe die jetzt aber komplett nochmal neu aufgenommen gehabt in diesem Jahr, mit dem alten Spielstand von vor Weihnachten. Und dementsprechend war es hier ja noch gar nicht Weihnachten. Jetzt ist es die erste offizielle Aufnahme und alles drum und dran von den Folgen, die wir dieses Jahr machen. Ich habe kein Weihnachtsspecial gemacht. Jahresrückblick ja lohnt sich ja im Prinzip nicht. Der Kanal ist zwar am 5. Januar ein Jahr alt geworden, aber meine erste Aufnahme habe ich ja erst im August rausgehauen. Dementsprechend sehe ich es so, dass wir zusammen den ersten Geburtstag dieses Kanals auch erst im August feiern werden eigentlich, weil warum soll ich einen Geburtstag jetzt am 5. Januar feiern, wenn der Kanal jetzt fast ein Jahr alt wurde, aber noch nie ein Video hochgeladen hatte zu dem Zeitpunkt. Also verschieben wir mal die Geburtstagsfete auf August, zu dem Tag, wo das erste Video hochgeladen wurde. Die erste Sache. Die andere Sache ist ja, Weihnachtsgeschenke. Ja, ich habe ja gefragt, ob wir den Bauern ein Weihnachtsgeschenk machen, sprich das Quad, weil es ist ja spieltechnisch kein wichtiger Inhalt. Ja, wie wollen wir es machen? Wollen wir ihn einfach in der nächsten Aufnahme, das wäre dann quasi die übernächste Folge, dem gutsten Bauern sein Quad spendieren und sagen jetzt einfach mal, okay, jetzt ist Weihnachten gewesen und ich mache dann eine verspätete. Ach ja, Doppel-W ist hier gar nicht drin. Ich bin ja nicht im Battlefield oder Minecraft. Und schenken den Bauern einfach dann sein Quad und machen eine kleine eigene Weihnachtsfeier hier für unseren Kanal. Ich sag mal, wettertechnisch ist Weihnachten nicht weit weg. Oder wieder dicht rangerückt, sagen wir es mal so. Weil bei uns hat es die letzten zwei Tage fast durchgeschneit. Wir haben eine Schneezolin bei uns und das ist nicht gerade wenig. Dementsprechend, sag ich mal, wäre das eine Möglichkeit, aber das ist eure Entscheidung. Dementsprechend, das meine ich, ihr seid gefordert. Eure Entscheidung, sagt es mir, ob ihr damit einverstanden seid, ob ihr sagt, nee, dann hast du halt Pech gehabt und bla, wie auch immer. Sagt es einfach, sprich, schreibt in die Kommentare unten rein, jopp, in der nächsten Aufnahme wollen wir sehen das Quad und vorher wollen wir eine kleine winterliche Sonderausgabe. Das wäre natürlich eine Folge außerhalb dieses LPs. Wird denn für den einen Tag allerdings eine LP-Aufnahme ersetzen. Stimmt, der darf umziehen. Und dementsprechend werden wir dann einfach mal an einem Tag eine Special-Folge raushauen. Die wird dann vielleicht ein bisschen länger sein als die üblichen 20 Minuten, dafür, weil es eine Special-Folge ist. Aber, wie gesagt, wird halt an dem Tag die reguläre LS13-Folge ablösen. Also schreibt ihr das in diese Kommentare, das wäre dann ein Tag für die nächste Folge. Ich wäre aber schon am Aufnehmen. Okay, sagen wir, in der übernächsten Aufnahme wäre das dann soweit. Sprich, zwischen der nächsten und der übernächsten Aufnahme. Sprich, irgendwann übernächste Woche. Und dementsprechend, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, das ist so die erste Sache. Die zweite Sache ist, ich würde gerne etwas machen für euch. Also neben den ganzen anderen Aufnahmen, die ich ja jetzt wieder täglich rausbringe. Ich kann mich eigentlich nicht oft genug für die etwas längere Pause entschuldigen.
Aber ich möchte mal so ein, zwei Leute, nicht zeitgleich, sondern mal mit einem, mal mit dem einen, mal mit dem anderen, mal eine kleine Aufnahme machen. Sprich, wir machen die Aufnahmen zusammen mit euch. Immer nur mit einem von euch. Den lade ich dann für diesen Zeitpunkt ins Skype ein, beziehungsweise wenn derjenige ein TS hat, wo er einen Raum zur Verfügung stellen kann, wo wir nur zu zweit und allein drauf sind, dass keiner mit reinfunken kann in die Aufnahme, komme ich auch mit auf den Teamspeak-Server von ihm und wir zocken zusammen, machen die Aufnahme für eine Stunde, also reguläre drei Folgen, die ich ja eigentlich immer aufnehme am Stück, und wir spielen hier auf dieser Welt weiter, machen die Aufnahme, das sind die nächsten Folgen für die nächste Aufnahme, danach dann wieder mit dem nächsten Spieler, sprich, bewerbt euch! Bedingungen sind: erstens, ihr habt Skype für die dementsprechende Aufnahme. Das ist die erste Bedingung. Zweite Bedingung ist, ihr habt das Spiel mit den natürlich dazugehörigen Downloads. Ich sag mal, ihr seht, was ich alles aktuell habe. Und wenn nicht, das kann man auch kurz vor der Aufnahme noch machen. Ihr habt Zeit zu dem Zeitpunkt. Das wird dann aber erst, Achtung, zur Information, ab Februar. Sprich, nur Bewerbungen unter diesen Videos, alle anderen werden nicht berücksichtigt. Nur dieses eine Video jetzt, was jetzt gerade läuft, werden die Aufnahmen gemacht. Erste Sache. Zweite Sache, Start ist der Februar, damit ich mir halt, ich sag mal, anfänglich, okay, keine Bedingung, 4 Leute werde ich mir erstmal nur rauspicken, mit denen ich jetzt erstmal mache. Wenn das gut ankommt, wenn ich der Meinung bin, dass es mir gefällt mit den 4 Leuten, oder mir das mit den 4 Leuten so gefallen hat, diese 4 Aufnahmen, dass ich sage, okay, es ist genau das, was ich mir vorstelle, dann werde ich es wieder fortsetzen. Wenn nicht, dann wird die Sache wieder gecancelt, ich mache weiterhin wieder meine Einzelaufnahmen. Also, dementsprechend bewerbt euch hier unter dieser Folge, mit einer netten Nachricht. Und ich pick mir dann 4 Leute raus, die das Spiel schon haben. Und werde dann, wie gesagt, mit einem von den 4, und dann mit dem zweiten, und dann mit dem dritten, und dann mit dem vierten, die Aufnahme machen. Dann werden wir sie raushauen. Dann werde ich erstmal wieder alleine weiterspielen. Gucken, wie das mit dem Aufnahmen ankommt, ob es den Leuten gefällt, ob alle damit einverstanden sind. Natürlich kann ich jetzt nicht alle berücksichtigen, das ist logisch, weil ich ja nur 4 Leute rausnehme. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, wenn es mir gefällt, wenn niemand dran was zu meckern hat, außer dieses typische, du hast mich nicht genommen, dann tut es mir leid. Ne? 4 Leute, ich wiederhole, 4 der Bewerber, 4 in Zahlen, 2 plus 2 oder 5 weniger 1. Wie auch immer, werden denn die glücklich sein, mit denen ich jeweils eine Aufnahme mache. Wir einigen uns auf einen Termin. Ich hoffe, der Termin wird eingehalten, sowohl von mir als auch von demjenigen selber. Es wäre cool, wenn ihr über ein Headset mit halbwegs guter Tonqualität verfügt. Dass da nicht so viel Rauschen drin ist, weil ich ja die Aufnahme mache und dann ist das mit dem Nachkorrigieren und Nachjustieren einfach zu nervig, das dann noch zu machen. Und wenn kein Headset ist, auch nicht so schlimm, aber wäre cool. Ja, also wäre cool, wenn Headset vorhanden, weil dann, wie gesagt, ist es einfach einfacher, das Ganze zu machen. Allein schon wegen der Kommunikation miteinander. Das Spiel müsst ihr, wie gesagt, natürlich auch besitzen, ansonsten bringt es ja gar nichts. Und dann schauen wir mal. Dementsprechend, das ist die Folge, wo ihr gefordert seid. Im halbwegs positiven Sinne. Sag ich jetzt mal. Und ansonsten, nö, erstmal nicht. Nö. Ansonsten war es das eigentlich, was euch betrifft. Ich werde hier weiterhin erstmal das Raps abernten. Und hoffe, also ich nicht, das macht ja Uwe und Uwe der Bob. Oder was? Bob und Uwe der Bob? Bob und Uwe der Bob, genau. Egal.
Das läuft weiter. Der ist der 69er, das ist der 40er. Okay, dann stehe ich beim richtigen. Wir sollten mal wieder die Mission einschmeißen, würde ich sagen. Alle zwei Minuten weiterspielen. Und das war es erst einmal so mit den ganzen Infos. Ah nee, genau, da war noch was anderes. Haha. Und wenn ihr schon fleißig am Kommentare schreiben seid, betreffs der Bewerbung, eine andere Frage. Seid ihr eigentlich damit einverstanden mit dem Format, wie es aktuell läuft? Sprich, dass ich alles in allen Aufnahmen rein quatsche. Sprich, ich quatsche jetzt hier von Battlefield, ich quatsche von Dawn of War, vom VCB-Server, auch vom LS13. Weil sagen, was ich mache, was ja die meisten bei einem LP machen, bringt nicht viel, weil ihr seht, was ich mache. Ganz im Ernst. Ihr seht, ich stehe hier gerade rum, jetzt fahre ich ein bisschen vorwärts, biege ein bisschen nach links ab, jetzt ein bisschen nach rechts und jetzt fahre ich nach links im Kreis und ist ja blöd. Und gefällt euch das so oder wollt ihr lieber vielleicht einmal pro Woche ein Infovideo haben, wo ich euch die Ohren abkaue? Oder wollt ihr einfach generell gar nichts hören, was ich sag jetzt mal nichts mit dem Spiel zu tun hat und solche Dinge. Also das könnt ihr mir eigentlich mal geben, also ein bisschen mehr Feedback quasi, könnte man so auf Neudeutsch sagen. Ich bin gerade verwirrt, müsste der nicht, wenn er über 80% ist, eigentlich eine Russe draußen haben? Ah, da haben wir den Hund. Also das wären so noch so die klitzekleinen Forderungen, die ich an euch habe. Ansonsten überlege. Immer noch überleg. Nö, sonst war es das eigentlich. Amazon und Profi Hopper akzeptieren wir erstmal. Weil jetzt stellen wir den nämlich da drunter. Dann kann der gemütlich abgehen. Entleert werden da unten. Ich weiß nicht, was hier Düdüt die ganze Zeit macht, aber es macht hier irgendwas Düdüt. Wenn der hier ankommt, müsste er bei 100% sein. Theoretisch. 99. Ja, fast. Aber es ist gut, dass der auch so rumsteht, weil dann können wir nämlich... Das ist der falsche, das ist der falsche, das ist der falsche. Das ist der falsche, das ist der richtige. Denn wir brauchen Geld. Das ist B. Und das ist O. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Fast ein Jahr her, ne? Also irgendwann im letzten Jahr war das. Ja, jetzt zeige ich bloß natürlich das Problem. Wie immer, ich habe mir meine Themen zwar zurechtgelegt. Also geistig Pi mal Daumen in den 7, den ich Kopf nenne. Und ich habe jetzt noch 5 Minuten für diese Folge, weil das andere ist eigentlich für die nächste Folge. Verdammt. Ja, über was sollen wir noch reden? Ach ja, ich wurde angesprochen, ob ich nicht oder ob ich Hilfe gerne bräuchte, haben würde für den VCB-Server. Kurze Information, das ist der Hosenkraft-VCB-Server. Ich bin nicht Hose. XDQM-Hose ist derjenige, welcher dem Server gehört. Er macht selber Videos und er entscheidet, wer wann, wo, wie, was auf den Server rauf darf. Ich bin auf dem VCB-Server, genau, der Chaos Chaot und der Sir Mai und der Spice und die Tresina und die Tuska und wie sie noch alle heißen und die Lilifee und der Hose und noch viele mehr, weil wir ja auch dieselben Leute sind im Prinzip, die auch auf dem normalen Hosencraft SMP-Server sind. Aktuell. Deswegen bin ich da auch drauf.
zur Frage, ob, falls sie aufkommen sollte oder euch irgendwem von euch im Kopf rumspürt, was ist mit Rosenkraft SMP? Läuft da noch was? Klar. Also bei mir aktuell nicht, weil ich sehr, sehr viel Bock habe gerade auf Vize Beast, weil ich da einfach mehr Möglichkeiten habe, mich auszuproben, gerade jetzt mit dem Traincraft, wo ihr euch schon auf die nächste Woche freuen könnt, weil da kommen ganz, 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 ganz viele Folgen. Weil der Chaos und ich haben uns ja gestern mal hingesetzt für 2 Stunden, da haben da was gebastelt. Sonst noch was? Nö. Also wie gesagt, Hosenkraft SMP kommt vielleicht auch wieder. Ist ja eine andere Playlist, eine separate Playlist, weil es ist ja auch ein anderer Server, ein komplett anderes Spielgefühl im Prinzip. Dementsprechend, wir werden vielleicht mal wieder rüber wechseln, einfach mal, um zu gucken, dass wir da die Spinnenweben entfernt kriegen, die dann wahrscheinlich in den Häusern rumdammeln. Und ich habe halt auch einen Hafen, der gebaut werden will. Und solche Sachen. Dementsprechend, ja, also irgendwann werden wir da auch wieder hin zurückkehren. Und wir werden wahrscheinlich die ersten 50 Male sterben, weil wir vergessen, dass wir kein Jetpack mehr haben. Was noch? Überlegt. Ja, wie gesagt, hier geht's bald. Also hier geht's ja regulär jeden Tag weiter. Hier kommt es auch bald zum Map-Umzug. Den habe ich jetzt angepeilt, dann, wenn wir alles haben, um diese 3 Felder zu bewirtschaften. So wie wir es uns, oder wie ich es mir gedacht hatte. Jetzt hat sich ja keiner dagegen entschieden, ob wir das so machen sollen. Ich habe ja die Einkaufsliste vorgelesen, die ich mal irgendwann mal hatte und jetzt wahrscheinlich wieder verschlammt habe. Und ich gehe mal davon aus, dass keiner Widerspruch eingelegt hat dagegen. Seid ihr alle mit dieser Liste einverstanden? Was noch? Also wenn wir die Einkaufsliste abgearbeitet haben, dann kommt der Serverumzug. Ich weiß noch nicht, würde aber gerne die Erstellung der Map filmen. Ich habe halt nur keine Ahnung, wie das geht, weil ich bei den Einstellungen von Fraps überhaupt nicht durchblicke, wie ich da einstellen kann, dass er nicht das Spiel aufnimmt, also jetzt wie hier ein Spiel aufnimmt, sondern einfach ein Fenster. Also eine andere Software. Habe ich keine Ahnung. Da muss ich mal durchfragen bei den Kollegen vom Server, wie das bei denen ist. Oder mir einfach mal eine Demo-Version von einem anderen Aufnahmeprogramm besorgen. Mit der ich einfach dann diese eine Aufnahme abfilme. Also das wird dann noch kommen. Die Map-Erstellung ist dann natürlich eine Sondervideosache, die separat kommt. Und wenn die Map-Erstellungssache abgedreht ist, danach sind wir dann erst auf der neuen Map. Ich hoffe, das ist so weit verständlich, wie ich mir das gedacht habe. Ansonsten habe ich echt bloß noch die 3-4 Kommentare, die noch über sind im Kopf, aber die ich jetzt noch nicht ansprechen möchte, weil das noch nicht so weit ist und es ist ja noch nicht die Folge zu Ende und wir haben noch nicht, verdammt. Ja, ich habe heute irgendwie melancholischen gefressen, weiß auch nicht, was los ist mit mir heute. Nee. Da fing es noch die Runde zu Ende drehen können. Ja, akzeptiere ich. Ah, verdammt, ich hätte ihn ablehnen sollen. Jetzt hängt der Mietrischer hier an dem fest. Ja, da musst du ja mal kurz. Dann bleibt er halt stehen so lange. Aber wir können auch die 5000 gebrauchen. Wo müssen wir hin? Alle nach unten. Also wird das wohl der sein. Da habe ich wohl einmal zu viel gedrückt. Stimmt, ich habe vorhin immer beim Ausschalten ne, 2-mal drauf gedrückt. Ja. Und diesmal möchte ich fast pünktlich mal die Episode beenden. Also sage ich mal an dieser Stelle schon mal Tschüss. Wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme wieder. Dann hoffentlich mit dem fertig überlegten Thema, eigentlich dem zurechtgelegten Thema für die nächste Aufnahme. Unsere Trecker sind weg. Wir mähen gleich den Rasen und an dieser Stelle schon mal
tschüss, ciao, ciao und bis dann. Tschüss.